Jo Leute, was geht ab und willkommen zurück zur neuen Folge hier in God of War Ragnarök. Wir müssen jetzt hier mit dem Kratos hier durch die Tür reisen. Wir haben jetzt den lieben Marathurs kennengelernt, den Hüter des Weltenbaums. Einfach ein kleines süßes Eichhörnchen hier. Und wir können jetzt hier dank den Same, den er ausgelutscht hat, also der Marathurs, können wir jetzt hier nach Alfheim reisen. Müssen halt nach Alfheim reisen wegen dem Licht und so. Und ich muss sagen, hab da echt keinen Bock drauf. Wir haben noch andere Missionen freigeschaltet hier. Wir können jetzt auch nach Niflheim reisen. Den du gefunden hast, öffnet ausgerechnet Niflheim. Niflheim heißt es, ah. Ist uralt und leicht klebrig. Niflheim. Niflheim war doch das, halt diese Welt, wo da die ganze Lava war. Oder war das eine andere Welt? Ich weiß gar nicht mehr genau. Mein Plan wäre für heute erstmal nach Niflheim zu reisen. Ich dachte, es hieß Niflheim. Ach, ich sehe gerade, es heißt ja Niflheim, weil das F und L ist vertauscht. Ich dachte schon, es hieß mal Niflheim. Das habe ich dann falsch gelesen auf jeden Fall. Also erstmal nach Niflheim reisen. Mal gucken, was dort abgeht. Und dann können wir dann auch nach Alfheim reisen und dann eben Alfheims Licht aussuchen. Hab ich nicht so Bock drauf, muss ich sagen, aber wir müssen es anscheinend tun. Da wir sagen, Leute, like es euch gefallen hat hier. Und was ist das hier für eine Welt? Muspelheim. Ah nee, Muspelheim war das mit dem Feuerland, glaube ich, ne? Niflheim waren wir, glaube ich, noch nie. Dann ab nach Niflheim, mal gucken, was dann abgeht, ne? Würde ich mal sagen. Genau. Der Rabenbaum. Ratatursks Weltensamen führt zu Trainingsarena von Niflheim. Reisen Sie hierher, wenn Sie einen Ort zum Üben und Verbessern suchen. Ach so. Okay, dann rein hier. Bin gespannt. Wenn wir noch nicht nach Alfheim gehen, sollte Tyr wohl am besten hier auf uns warten. Genau, und dann... Die Soldaten in Svartalfheim. Das waren Einherjar. Erstmal nach Niflheim. Ich dachte, Einherjar wären nur Geistern, weil halbes Ragnarök beginnt. Sie waren keine Geister. Ganz genau. Odin muss ein Schlupfloch gefunden haben, um seine Truppen früh als stehendes Heer einzuberufen. Vielleicht etwas, das er nur ohne ehrliche Walküren tun konnte, die ihm im Weg gestanden hätten. Mhm, okay, okay. Dann gehen wir mal hier rein und dann mal schauen, was hier so abgeht. Alter. Habe ich schon zwar im Trailer gesehen, aber das sieht nochmal beim selber Spielen viel, viel geiler aus. Was machst du denn hier, Brug? Müssen wir denn hier sein? Diese armen Schweine mit ihren zerschmetterten Seelen sind mir echt unheimlich. Ja, finde ich auch. Und wir haben auch in der letzten Folge gehört, dass der Brug eigentlich schon gestorben ist und Sindri ihn wiederbelebt. Das war ein Geheimnis von Sindri. Also ich hoffe, das wird noch der Sindri ihm erzählen. Was war eine sehr krasse Stelle auf jeden Fall. Die Frage ist aber auch, Brug, willst du die Kunden irgendwie aufsammeln oder so? Weil die einzigen Kunden, die du hier hast, sind eigentlich wir. Und du würdest uns anscheinend nur helfen hier, wa? Mit deinem Laden, was sehr lieb ist. Brug, sehr lieb. Brug, was denkst du über das Schicksal? Gar nichts. Entweder ist dein Leben irgendwo vorgeschrieben oder nicht. Fühlt sich trotzdem so an, als treffe man seine Entscheidungen. Scheiße bleibt schließlich scheiße, egal wo sie herauskommt. Das sollte ich mir aufschreiben. Wir schauen kurz mal im Laden rein. Vielleicht hat er irgendwas noch, was wir verbessern können, aber... Tatsache, wir kriegen hier mehr Stärke. Hohe Glückschance auf eine Gabe der Stärke bei jeder Axttötung. 5 Stärke? Oh, machen wir mal rein einfach. Let's go, Leute. Scheiß drauf. Machen wir einfach mal rein hier. So, haben wir noch was anderes verbessern hier? Nee, ist alles Quatsch. Schild, wie gesagt. Ich benutze noch zu selten das Schild. Zurückkaufen. Können wir nicht verbessern. Können wir nicht verbessern. Können wir auch nicht verbessern. Okay, dann Dankeschön. Ah, nee, warte mal ganz kurz. Noch verkaufen hier eigentlich noch, ne? Können wir was verkaufen hier? Nee, können wir nicht. Okay. Dann habt ihr zu diesem riesigen Rabenbaum. Hier sind anscheinend die ganzen Augen von Odin. Ja, die hier... Hier drüben ist was. Eine Erinnerung an den Krieg. Du könntest dies als Trainingsarena nutzen, wenn du möchtest. Du würdest gegen Erinnerungen von Gegnern kämpfen und sie können dir nicht schaden. Okay, ich mach das mal gleich. Moment, sind das Odins Raben? Die, die wir schon die ganze Zeit erledigt haben? Sieht so aus. Hier haben sie also ihr Zuhause, die Augen von Odin. Frei sind wir, vom Vater frei. Unser halbes Leben nun, niemand anderer mehr sei. Alter, so viele Thronen. Was glaubst du, bedeutet das? Ich weiß es nicht, aber hier geht definitiv noch mehr vor sich. Frei vom Vater, wir sind frei. Die haben auch ein eigenes Leben, diese Raben? Okay, das ist ein bisschen creepy. Was sind das denn hier für Thronen, Leute? Erforderliche Raben. Ach was, wir müssen hier Raben einfangen und halt töten, sage ich mal, zerstören. Oh, das ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, die haben sehr viel geiles Zeug drin. War 38 Raben brauchen wir, hier brauchen wir dann noch 28 Raben. Okay, deswegen die Augen offen halten hier, ne? Bei den Raben hier generell, da kriegen wir bestimmt geile Sachen hier aus dem Thron, ne?
Deswegen, das ist ganz nice. Ganz coole Stelle hier, muss ich sagen. Aber keine große Stelle hier. Ich teste mal kurz mit dieser Arena. Können wir irgendwas freischalten vielleicht? Irgendwas Cooles? Oder ist einfach nur das da, um zu kämpfen, ein bisschen zu trainieren hier? Draugar-Training. Sie halten weder EP und Hax noch Hacksilber. Ach so, ja, okay. Ist aber nur Training. Nee, brauchen wir nicht machen eigentlich, Leute. Das ist Zeitverschwendung, oder? Wir kriegen ja eh nichts. Keine EP, kein Hacksilber. Deswegen, gehen wir mal raus nach Elfheim dann. Ich dachte, es war ein bisschen länger, die Stelle hier, aber krasse Stelle trotzdem mit den Raben und den Augen von Odin, wie gesagt. Und dass wir auch die Truhen hier einstecken können, wenn wir genug Raben zerstören hier. Deswegen, Augen offen halten, aber erstmal ab nach Elfheim mit dem lieben Tier. Können wir ins Netz nach Elfheim reisen? Der ist halt gesperrt. Wenn bereit, sind wir zurückkehren. Ah, okay, müssen dann zu ihm und zurückkehren schnell. Wäre ganz cool, wenn wir einfach sofort zu Elfheim reisen könnten, aber ich denke, wir müssen noch das Tier abholen. Und dann können wir erst nach Elfheim reisen, macht auch vollkommen Sinn hier. Dann erstmal zurück zu Sindris Haus und dann ab nach... Mimir, was glaubst du, was es bedeutet, dass immer mehr Räuber als Heerläufer zurückkehren? Dem Reich des Lichts. Die Befreiung der Walkürenkönigin sollte doch die Welten ins Gleichgewicht bringen und das verhindern. Das ist eine gute Frage und eine beunruhigende. Wenn Hel sich wieder gefüllt hat, deutet das darauf hin, dass irgendetwas Sigruns Bemühungen behindert. Oder etwas noch Dringenderes sie ablenkt und von Besuchen abhält. Selbst von Gelegentlichen. Ja, tut mir leid, Mimir. Mhm, okay. So, was ist hier? Genau, sind Sindris Haus erstmal. Da seid ihr ja. Ich wusste, ihr vergesst mich nicht. Auch cool, dass da solche Gespräche entstehen, wenn wir jetzt nach Niflheim erstmal reisen, dass sie dann sagen, yo, cool, dass du zurückkehrt, ein bisschen so. Cool. Meister Kratos, auf ein Wort bitte. Wir haben gerade geredet, als du weg. Warte ganz kurz, Ratatursk. Von allen Eichhörnchen, die ich kenne, ist er das Charmanteste. Ja, ich sehe es. Ratatursk ist wirklich schon ganz cool. Na, was geht, hä? Was ist los, Ratatursk? Sprich. Solltest du einmal meine Dienste benötigen und ich gerade nicht da sein, habe ich dieses praktische Windspiel angebracht. Wirf einfach deine Axt darauf, um mich zu rufen, und ich eile sofort herbei. Möchtest du es mal ausprobieren? Klar, gerne. Ein großartiger Wurf, Meister Kratos. Wahrlich ein erfahrener Könner. Also gut, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Also gut, was noch, Freunde? Ich habe eine Frage. Vorzüglich. Ich biete den Wissbegierigen gerne meine Führung an. Hinter dem Vorsprung, bei dem Tor dort. Habe ich diese Drachen bemerkt? Drachen? Oh nein, junger Meister Atreus, das sind Lindwürmer. Der Nachwuchs Nidaugers. Nidauger? Das ist die Mutter? Richtig. Sie ist außerdem gewissermaßen ein wichtiger Teil des Lebenszyklus von Yggdrasil. Ich kümmere mich hier oben um die Äste. Und Nidauger frisst von unten die Wurzeln, damit nichts wuchert. Eine feine Balance. Sind sie freundlich? Nicht ansatzweise so umgänglich wie ich, aber es gibt keinen Grund, Feindseligkeiten zu erwarten, solange man sie in Frieden lässt. Na klar. Nidauger ist eine strenge Matriarchin. Sie beschützt ihren Nachwuchs und ist ebenso entschlossen, sie ordentlich zu disziplinieren. Das klingt... vertraut. Ich habe wohl genug eurer Zeit beansprucht. Ich habe, glaube ich, mal gesehen, man kann den Ratatursk ein bisschen abfucken auch, ne? Wir machen das mal. Ich bin schon hier, Meister Kratos. Werfen wir mehr drauf, mal gucken. Vielleicht gab es ein Missverständnis. Damit rufst du mich her. Es bringt nichts, wenn ich schon hier bin. Wir machen weiter. Hörst du einfach nur gerne den Klang des Windes? Ja. Ich meine, es klingt wirklich sehr schön. Meister Kratos, das scheint mir recht untypisch für dich zu sein, aber wenn du das hübsche Windspiel so magst, kannst du es dir gerne anhören. Ne, mache ich auch. Wir sind bereit für Alvain, wenn du es willst. Oder willst du uns Wartelfen noch was erledigen? Ja, schaff! Guter Wurf! Ah, der Klang des Windspiels ist nicht sehr angenehm bei diesem Abstand. Also könntest du das bitte lassen? Ich bin hier die ganze Zeit. Also. Ah, so. Du versuchst also absichtlich, mich zu einem Gefühl aufzubringen. Ist cool, diese Dialoge jetzt. Ich mach weiter. Ja, so leicht bringt man mich aus der Fassung. Schluss mit dem dämlichen Windspiel! Oh, tut mir leid. Ich weiß nicht, wo das herkam. Okay, das war's dann wohl mit den Gesprächen. Okay, das war wieder ganz cool, dass die solche Dialoge wieder aufgeschrieben haben und auch dann synchronisiert haben, dass man das auch so auslösen kann, dass er so ausrastet, der Ratatursk.
Danke, Ratatus, du bist ein kleiner, süßer, guter Mann. Oh, nee, bist du kein Mann, du bist ein Tier, aber trotzdem, weißt du, was ich meine, ne? Du bist ein guter Wächter hier des Weltenbaums. Und ja, dann ab nach Alfheim. Das weitere Alfheim machen wir aber später, die ganzen Missionen. Deswegen erstmal die Hauptmission hier fokussieren. Und ich bin gespannt, was wir in Alfheim jetzt sehen werden. Ich hoffe, keine Dunkelalben, das wäre nicht so geil. Wir werden sehen, wie es wird. Ab nach Alfheim. Let's go, Leute. Der strömt. Vielleicht kannst du mir unterwegs mehr von deiner letzten Reise ins Land der Alben erzählen. Natürlich. Warum nicht? Warum nicht? Alfheim war unsere erste Weltenreise mit deinem Tempel. Freya wollte mit uns kommen, aber Odin hat sie verzaubert. Sie kann Midgard nicht verlassen. Wie furchtbar. Wir kämpften uns also durch eine Armee von Dunkelalben zum Licht. Ihr wart beteiligt am Albenkrieg? Nicht freiwillig. Wir wollten unseren Bifrost füllen, als sie uns angriffen. Die Dunkelalben hüllten alles in klebriger Stocksubstanz ein. Wir befreiten es und die Lichtalben kehrten zurück. Alfheim schien es besser zu gehen. Tatsächlich? Stimmt, wir haben ja diesen Boss getötet von den Dunkelalben. Er hat ja gesagt, das war ein großer Fehler. Danach kam nichts mehr von den Dunkelalben und den Lichtalben. Vielleicht würde es jetzt so Konsequenzen haben, dass wir den Dunkelalben da so viel Randale geboten haben, dass wir die alle getötet haben auch. Ja, ich mal gucken, wie es wird. Ich hoffe sehr, dass da noch was passiert hier. Also Tyr und Atreus, rein nach Alfheim. Ich habe keinen Bock auf dieses Gebiet, aber wir müssen anscheinend das machen. Hier bei dem Strand oder so heißt es, glaube ich, ne? Hier waren wir noch nicht tatsächlich. So lange her. Ich weiß nicht, wo der Tempel von hier aus ist, aber dort ist Gros Schrein. Ist auch sehr stürmisch jetzt auch. Zerstörte ja. Geschichte. Ja, nicht gerade einfach zu beheben. Okay, dann wo ist der richtige Weg? Da ist kein Weg. Okay, dann müssen wir hier weiter. Das ist das Alfheim? Wo ist das überhaupt genau? Ja, so viel zu, in Alfheim ist es besser. Das ist ganz und gar nicht hier besser. Guck dich mal die Dunkelalben, die wurden aber aufgespießt hier. Heiliger. Was zum Geier geht hier ab? Alle wurden ermordet. Das ist nochmal Dunkelalben. Oh Mann, Fimbul Winter hat Alfheim erwischt. Nein, diese Stürme plagten Alfheim schon lange vor Fimbul Winter. Ach, die sind Lichtalben, glaube ich sogar. Manchmal sind es, glaube ich, Dunkel und manchmal sind es Lichtalben. Das ist, glaube ich, ein Dunkelalbe und das war, glaube ich, ein Lichtalbe, ne? Ja, tatsächlich. Ach du Heilige. Okay. Hier ist noch ein Weg hier. Wir gehen mal erstmal hier durch. Ist das der wahre Weg oder der Bonusweg? Ach nee, das ist, glaube ich, der Bonusweg. Nee, der wahre Weg. Warte. Warte mal ganz kurz hier, Atreus und Tyr. Hier ist noch was zum Lesen. Die lebende Wüste. Ich hatte Alfheim anders in Erinnerung hier. Also ich hatte keine Wüste im Kopf. Das ist, glaube ich, so ein eigenes Gebiet hier. Von Alfheim. Na, eine Truhe. Was kriegen wir hier? Vielleicht eine neue Ausrüstung hier? Das wäre auch ganz cool eigentlich. Schlagablagerung und Haxelbar. Okay, jetzt auch nichts Besonderes war, aber besser als nix. Wir laufen weiter. Hier in der lebenden Wüste in Alfheim. So, Atreus, du meintest dort vorhin irgendwas groß. Oh, was ist das denn? Auch Dunkelalbe, oder? Ja, Dunkelalbe. Dann wieder Lichtalben, oder? Auch ein Dunkelalbe. Ja, moin. Die können von mir jetzt alle gerne aussterben. Ist mir vollkommen egal. Also, so, ne, ist mir auch egal, ob die Lichtalben leben oder nicht hier. Ich muss sagen, generell Alfheim, da habe ich keine guten Erinnerungen hier. Nicht die Wüste. Da, der Tempel des Lichts. Ah, nee, hier geht's weiter. Hier geht's wieder weiter, aber ich muss mal wieder hier den Weg hier wieder abschneiden. Hier ist wieder eine Nornentruhe. Die nehme ich doch gerne mit, Leute, ne? Die Nornentruhe. So, ist noch irgendeine Rune? Hier ist eine Rune. So, letzte Rune. Hoffentlich bist du nicht so schwer versteckt, aber es sollte nicht so schwer sein, weil wir müssen, wie gesagt, da auch die Fackeln da mit dem Kling erreichen können, ne? Fledermäuse, hallo. Wie kommen wir hier rauf? Vielleicht erreichen wir die Schale von oben. Hm, da müssen wir, glaube ich, erstmal nach oben lang, oder wie? Oder was willst du mir damit sagen? Wir sind, Mimir. Warte mal. Zack. Zack. Oh, das ist fies.
Das ist sehr, sehr fies, muss ich sagen. Ah, wir können hier auch runter. Und auch cool, dass der Kratos dann auch sagt, von wegen gute Augen. Ja, alter Freund, wir plündern bloß Nordentruhen. Komm gleich nach. Mein Vater mag sowas. Ah, nun gut. Ach, gut, dass sie da auch über sowas reden, von wegen, ja, wir wollen noch ein bisschen was entdecken hier. Ah, jetzt müssen wir eins von zwei einsammeln, bevor wir dann erstmal eine Verbesserung bekommen. Ah, das ist auch ein cooles System, muss ich sagen. Davor sofort bekommen die Verbesserung, jetzt halt nur bei dem jeden zweiten ab, oder bei dem jeden dritten dann beim nächsten Mal, glaube ich, dann sogar bei der nächsten Verbesserung. Cool, sehr cool. Also, wie gesagt, ich finde generell Ragnarök hier ist um einiges besser gemacht als der letzte Teil hier von 2018. Also wirklich eine Steigerung, ne, eine Verbesserung hier. Das muss aber Gott Game of the Year gewinnen, ne? Wirklich. So, da ist das Tempel des Lichts. Wir kommen der Sache ein bisschen näher. Freya wollte nie zurück nach Alfheim, oder Mimir? Ach nein! Ein Auge. Ich dachte, das Schicksal seiner eigenen Welt hatte vor. Ein Rabe. Halt! Freyas Bruder? Ja. Er ist aus einem anderen Holz. Freya hat einen Bruder? Okay, krass. Oder warte mal. Hier war nicht das ganze Wasser, oder? Oder war das Wasser auf der anderen Seite des Tempels? Weiß ich jetzt nicht. Hier kann sogar echt sein, ne? Da vorne ist eine Barrikade. Was sind das für Steine? Und wenn, dann wird's dann... Ein seltenes Material, das über Jahrtausende entsteht. Majestätisch. Manch... Öh. Oh, wusste nicht, dass das geht. Und wollte gerade sagen auch, glaub, wenn das Wasser noch da wäre, wäre eher das zugefroren. Bestimmt wegen Fimbulwinter. Das ist klar. Ah. Neues Rätsel. Äußerst schlau. Ja, 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 das ist der Kratos hier auf jeden Fall. Der ist äußerst schlau. Oh. Explodierende Scheusale? Was sind das denn jetzt hier wieder? Explodierende Scheusale. Ach du Heilige. Wir gehen weiter. Freyas Bruder. Was ist seine Rolle? Vor langer Zeit reiste Freya von den Bahnen nach Alfheim, einem einst wunderschönen, doch jetzt vom Krieg zerstörten Land. Mit Hilfe seiner göttlichen Kräfte wollte er den alten Glanz der Wüste wiederherstellen. Dank ihm kam es unter den Alpen zu einem dürftigen Frieden. Hm. Ein Friede, der zerbrach, sobald er wieder verschwand. Wollte ich gerade sagen. Hört ihr das? Oh nein. Das reicht, bitte. Ihr müsst das nicht tun. Wir wollen euch nichts tun. Lichtalben! Wir kämpfen gegen Lichtalben jetzt wirklich, ey. Ach du Heilige. Habe ich schon auch gesehen, Leute, in den anderen Gameplays. Aber mal gucken, ob die genauso nervig sind wie die Dunkelalben. Aber die wirken gerade noch nicht so stark, die Lichtalben, kann man sagen. Sorry. Dass wir die abschlachten, hätte ich nicht gedacht, als wir die gerettet haben. Wir haben euch geholfen. Ja. Pass auf. Tier! Mach was, Tier! Sag doch was, Tier! Ich hasse auch Alfheim! Tier, mach doch irgendwas! Benutz deine komischen Reden von deinen Frieden reden, dass du sagst, mir hört doch zu kämpfen und so. Warst du so gut darin hier mit dem Riesen? Oh mein Gott, Tier! Was machst du denn, Tier? Mann, friss das hier! Bam! Bam und bam! Tier, benutz doch deine verbalen Kräfte. Die sind schuld! Drinnen wird es nicht anders sein. Gibt es keinen anderen Weg? Sie lassen uns kaum eine andere Wahl. Wie dein Vater schon sagte, ich bin wohl einfach naiv. Nein. Bloß ein Optimist, alter Freund. Ja. Aber du musst dich wehren, bisschen Tier, ne? Die greifen es an, ohne was zu sagen. Also, du bist Tier, ich bin Kratos und er ist die Atreus. Also, das ist scheiße. Noch mehr Dunkelalben. Noch eine Nornentruhe. Ach du Heilige. Hier geht's ja voll ab hier eigentlich gerade mit den Nornentruhen. Ein Tribut an Freyr von den Alben. Hm. Er hat ihn wohl zurückgelassen, als er nach Vanaheim eilte. Was ist das? Ein Zauber, der Albträume vertreibt. In diesem Fall Freyrs. Wie wir die Alben kennen, gibt es hier bestimmt noch mehr Tribute. Das ist wieder irgendwas, was wir nicht zerstören können, wie auch bei Svartalfheim. Deswegen lassen wir das mal in Ruhe, diese Nornentruhe. Das, oh, ich hasse Alfheim. Ziemlich hoch. Letztes Mal kamen wir oben rein. Da haben wir das alles nicht gesehen. Dieses Tor ist älter. Es sollte die Alben enger zusammenbringen. Doch anscheinend ist es nun schon länger versiegelt. Ich gehe zuerst. Atreus, gib Bescheid, wenn ich auf der Hälfte bin. Was passiert da gerade?
Dieses Siegel symbolisiert den Frieden in dieser Welt zu Freyas Zeiten. Licht und Dunkel, gemeinsam in Harmonie. Wie sieht's aus, Atreus? Gut, schätze ich. Vater, jetzt du. Zu Alfheims Unglück konnte Freya die Heirat seiner Schwester mit Odin nicht hinnehmen. Er kehrte nach Vanaheim zurück und überließ diese Welt dem Schicksal. Allerdings setzten die Asen ihn auch einmal in Brand. Das Tor sollte jetzt offen sein. Ist es im Gleichgewicht? Ja, aber nicht die Welt. Nicht mehr. Vater, zieh in die andere Richtung. Ja, ja, und hier, immer weiter nach vorne. Gut gemacht, Atreus. Gehen wir? Ja, let's go. Gehen wir rein in diesen schönen Tempel. Ich liebe es. Warum steht im Lichttempel ein Dunkelalb? Genau so sahen sie vor der Spaltung aus. Die Spaltung? Ja. Wisst ihr, die Alben waren nicht immer in Licht und Dunkel gespalten. Diese Statue stammt aus der Zeit vor dem Krieg, bevor sie die Macht des Lichts entdeckten. Da wurden die Lichtalben bestimmt ein bisschen abgehobener oder wie und haben dann eben die Dunkelalben ein bisschen ausgeschlossen, sage ich mal. Und die haben sich auch bestimmt zwischendurch ein bisschen Kinder gezeugt, sage ich mal. Auch deswegen sahen sie auch so komisch aus. Dieses Licht. Manches ändert sich wohl nie. Och nein, ja. Dieses Licht. Der Stein erfüllt deine Axt für kurze Zeit mit Licht. Ah. Praktisch. Okay. Was war das? Wo bleibt denn da die Überraschung? Ist es vorne schon das Licht oder wie? Wow. Das Licht. Ah. Wow. So aufgewühlt war der Seelensee noch nie. Ja, liegt das am Fimbulwetter? Natürlich. Er lässt das Licht flackern. Mhm. Also speist sich der Lichtbrunnen durch den Seelensee. Ja, nach der Schöpfung der neuen Welten fingen gefallene Seelen an, sich in diesen Gewässern zu versammeln. Als die Alben sein Energiepotenzial entdeckten, errichteten sie diesen Tempel mit durchschlagendem Erfolg. Viele von ihnen wurden süchtig nach ihrer Neu entdeckten Macht. So entstanden die Lichtalben. Also sagte ich ja, die Abgehobenen, sage ich mal, die haben jetzt eben diese Macht bekommen durch das Licht und haben dann die Dunkelalben ausgeschlossen. Deswegen waren die auch anscheinend im Krieg. Ja, deswegen sagte auch der Dunkelalb-Boss da einmal, dass es ein Fehler war, dass wir sie ihn getötet haben. Und da generell auch die Bande, ne? Hieß doch mal das Licht? Können wir es nicht mehr durchtrennen, oder? Jetzt ist es nicht mehr möglich, oder wie? Ah, warte mal ganz kurz. So. Bäh. Weg damit. Ah, cool. Auch wenn sich unsere lieben Lichtalben gerade freuen werden. Scheiß auf die Lichtalben, wirklich. Generell, Alfheim könnte von mir aus ja ausgelöscht werden. Mir ist es vollkommen egal, wenn die nicht mehr da wären, ey. So, ist da vorne schon das Licht, oder wie? Oder noch ein bisschen? Apropos Lichtalben. Lasst mich wieder mit ihnen reden. Vielleicht. Lasst die beiden lieber ihr Ding machen, Bruder. Red doch mit ihm! Vielleicht kannst du sie zurückwerfen. Die wollen doch nicht reden. Na gut, dann töten wir die. Ihr abgehobenen scheiß Lichtalben. Geht sterben. Bam. Da brennt's, Alter. Ihr Schweine. Ah, frisst das hier. Ist mir egal. Bam. Bam. Lass es sein hier. So, ist noch ein Rage-Stein her damit. Haben wir's. Ah, hallo. Komm her, du. Bam. Skalber, yo, oh, kommt ihr wieder her, Junge, wo kommt alle her? Ihr scheiß Lichtalben, Mann. Nicht so nervig, muss ich sagen, wie die Dunkelalben, habe ich schon aber auch gesagt, aber trotzdem, ey. Trotzdem. Trennen. Bam. Tschüss, wir hören uns, stirb. Alter, was für ein Scheiß. Jetzt einfach hier hoch, oder was? Ja, verdient. Seltsam. Sie kam auf Lichtbrücken herüber, aber die Brücken sind verschwunden. Hier, können wir hier irgendwas machen ich oder weiß, so? Wie wir rüberkommen. Wie? Wir gehen mal zu Tier zurück. Er hat einen Plan, hat er gesagt. Er weiß, wie wir rüberkommen. Wie? Mach mal. Gut,
für uns. Er hat zwar der Gewalt abgeschworen, aber stark ist er wohl immer noch. Hier lang. Der Schrein erwartet uns. Okay, alles klar hier. Dankeschön. Interessant. Der Tempel sieht anders aus als früher. Alles war zerstört und voll mit diesen Stöcken. Diese Alben verbessern den Tempel mit Alfheims Licht. Und wie es aussieht, auch sich selbst. Sie wirken deutlich gefährlicher als letztes Mal. Oh, das waren nur die Fußsoldaten. Sie werden gefährlicher, je höher wir gehen. Toll. Diese Alben errichten durch das Licht Tore und flößen sich Kraft ein. Was wollen die Dunkelalben damit? Es zur Quelle zurückbringen. Ihnen sind die natürlichen Vorkommen Alfheims heilig. Vor allem das Licht selbst. Ja, der Triumph der Lichtalben hatte einen furchtbaren Preis. Nach der Erschaffung dieses Tempels verdorrte Alfheims einst lebendige Wüste zu einem sturmgeplagten Ödland. Okay, so ist noch, glaube ich... ein Gedicht von Quasi. Ah. Wir lesen das mal vor, vielleicht ist wieder so ein Easter Egg oder so, das wäre ganz cool. Worin Quasi den Lesern Werkzeuge an die Hand gibt, mit denen sie selbst Geschichten schreiben können. Visionen nach der Ruhe, Warten auf ihr Entdecken, von Wichteln erschaffen und voller Musik, Spaß oder Schrecken. In dieser Welten der Vorstellungskraft kennt Schöpfergeist kein Ende. Nie und die Möglichkeiten sind nur begrenzt von der eigenen Fantasie. Von Wichteln erschaffen und voller Musik, Spaß oder Schrecken. Safe wieder irgendein Easter Egg, was ich richtig cool finden würde, aber ich check grad nicht das, was der gerade sagen will, also von welchem Spiel es stammen könnte, ne, dieses Gedicht, aber interessant. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge dann weiterziehen, Leute, dann dieses Kristall runterholen, ich glaube, wir müssen es dann hier hinwerfen, genau, machen wir in der nächsten Folge, Leute, und ja, die Lichtalben greifen an, wir haben jetzt auch ein bisschen was erfahren über die Dunkelalben, Lichtalben, sehr interessante Sache auf jeden Fall, dann würde ich sagen, Leute, like, wenn es euch gefallen hat hier, wir hören uns, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und ciao.